Warum kann man in der heutigen Zeit bei Blackjack die Karten nicht mehr zählen? Was bedeutet Card Counting und was hat das Ganze letztendlich mit den MIT-Studenten auf sich? Was haben die in den 70er, 80er Jahren geschafft? Und die Studenten haben damals Folgendes gerechnet. Wir haben hier die Karten. Ich habe die Karten jetzt jeweils hier vorbereitet. Ich hoffe, das kann man alles gut in die Kamera sehen oben. Es geht darum, Herr Edward Ortrop hat Folgendes festgestellt. Er hat gesagt, Karten zwischen 2 bis 6 bekommen den Wert plus 1. Wie Sie sehen, meine Karten haben hier alle plus 1 und die sind auch, halt auch sortiert. Ja. Und wir haben insgesamt 20 Karten, also für 2 bis 6 Zahlen. Dann hat er gesagt, alles was zwischen 7, 8, 9 ist, ist 0. Das hat keinen Wert. Also deswegen steht auch hier überall 0 dran. Und dann hat er festgestellt, alles was zwischen 10 und Ass ist, das sind auch wieder 20 Karten, die hatte den Wert minus 1 gegeben. Ja, er hat gesagt, diese Karten haben halt einen negativen Wert. Und die Studenten haben halt damals, beziehungsweise auch der Herr Ossorp hat damals ausgerechnet, ich werde jetzt mal die Karten mischen, wann, wie viel von jeweiligen Karten halt noch in dieser Schlitten ist oder in dieser Box, welche halt die Dealer damals ausgeteilt haben. Und er hat halt ausgerechnet, ich werde das Ganze jetzt vordemonstrieren, ich mache das ruhig hier live vor. Ich denke, das interessiert auch viele andere Menschen. Also zum Beispiel, wir haben hier die 10, das hat er hier weggestrichen bei minus 1, das ist wieder eine Karte, wieder weggestrichen, das ist wieder... Also ich habe die Karten eigentlich gemischt, aber wie ich sehe, die untere Zahlen sind noch nicht richtig gemischt worden. Ich mische die noch einmal, damit das Ganze ein bisschen realistischer ist. So, wir machen mal weiter. Wir haben hier noch ein 10. So, wir haben jetzt hier ein 7. Dann haben wir einen Pluswert, dementsprechend Minuswert. Und wenn man sich das Ganze zum Beispiel so anschauen würde, da hat Herr Edward Ortrop ausgerechnet, der war dann der Meinung, dass dadurch, dass zu viele negative Karten draußen sind, dass mehr kleine Karten in den Schlitten drin sind. Und dementsprechend konnte er halt das Glück wirklich sehr nahe kommen. Also wir haben hier zum Beispiel wieder 3, 4, 5, 6 Werte, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist doch logisch, wenn hier so viel an negativen Werten schon weg sind, ich mache die hier weg, ja, wenn die weg sind, dann ist doch natürlich logisch, dass viel mehr kleine Karten hier drin sind. Ja? Und wir haben zum Beispiel die 6, 4, 1, 2, 3 mal nochmal hier. Ne? Sie haben ja gesehen, es kamen zum Beispiel jetzt wieder 3 mal kleine Karten. Und dann haben wir wieder, ich packe die mal am besten hier drauf. Dann haben wir wieder ein Negativ, 2, 3, 4 mal Negativ. Ja, 1, 2, 3, 4. Und dementsprechend natürlich muss in Folge... Es müssen wieder kleine Karten kommen, weil diese Karten haben eben keinen Wert. So, und wie Sie sehen, es kommen wieder viele kleine Karten. Zum Beispiel 1, 2, ja. Die 8 hat hier keinen Wert. Ja, wieder 1, 2, 3, 4 mal. 1, 2, 3, 4 mal. Und wenn man sich natürlich jetzt diesen ganzen Lauf berechnen würde, da sieht man ganz genau, dass in den in diesen Schlitten viel mehr kleine Karten noch drin sind. Ja. Und dementsprechend hat er dann seine Jetons halt erhöht. Ja, immer wenn, wenn er das im Kopf so ausgerechnet hat, dann hat er dementsprechend halt auch gesetzt. Und wie Sie sehen, wir haben zum Beispiel wieder sehr viele kleine Karten, die jetzt hintereinander kommen. Ja, wie gesagt, diese 7 zählt sowieso nicht, dann wieder kleine Karte. Also dementsprechend konnte er halt so das Glück wirklich sehr nahe kommen. Ich finde es halt sehr schade, weil die Casinos haben jetzt aufgestockt. Das bedeutet, viele von ihnen haben 5 oder 6 von diesen Decks drin. Und somit kann man bei Blackjack das Glück nicht mehr berechnen. Das Einzige, was man berechnen kann, ist eben halt den Zufall. Aber das ist halt auch nicht halt so einfach, um zu berechnen, wann der Dealer sich überkaufen wird. Alles klar, ich hoffe, das Video ist informativ für Sie. Sie haben das Buch ein bisschen kennengelernt. Sie wissen noch, was die MIT-Studenten damals gemacht haben. Alles Gute und bis zum nächsten Video.